10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Peggy 18. Direct. Okay, ich bin sehr aufgeregt. Was kommt da jetzt auf uns zu? Ich weiß es nicht. Minasan, konnichiwa. Nintendo Direct の案内役を務めます高橋です。Es geht los. 同じく案内役を務めます小泉です。Nintendo Switch は発売から5年目になりますが、おかげさまで世界中の多くの方々にプレイしていただき、年齢やゲーム経験を問わず幅広い世代でお楽しみいただいております。皆様、本当にありがとうございます。Ja, wir bedanken uns alle sehr bei euch. Ein Blick auf folgendes Video. Das sieht stark nach Smash aus. Oh. Ganon. Ganon wird in... Oh. Mm. Kazuya, get ready for the next battle. Super Smash, das war klar. Das war klar. Tekken. Ah, stimmt. Oh nein! Nee, macht er nicht, ne? Aber er kommt geflogen. Flieg hoch. Komm. Los. So geil. Ja, das ist Life is Strange. Oder? Doch, müsste. Nee, doch nicht. Hätte ich jetzt gedacht, so die erste Sequenz sah wirklich so aus. Doch! Okay, ich kannte den Trailer nicht. Ey, cool. Das ist schön, dass ihr das Spiel bringt. Wahrscheinlich dann das Remaster, was Square Enix ja sowieso auch angekündigt hat. Life is Strange Remastered Collection. Oh, und Life is Strange True Colors auch. Erscheint auf Nintendo Switch. Sehr schön. Erste Teil ist für ihn sehr, sehr schönes Spiel. Oder zwei Teile sind es ja, glaube ich, mittlerweile. Monkey Ball. Gab's da nicht jetzt schon einen Teil? Monkey Ball hat Geburtstag, 20 Jahre alt. Jo, das. Super Monkey Ball habe ich damals auch sehr, sehr viel gespielt. Super Monkey Ball 2 dann wiederum nicht. Super Monkey Ball Deluxe auch nicht. Super Monkey Ball, oh Gott. Jetzt so viele Ableger hatte das? Nostalgiefaktor und ihr seid eingeladen. Eine brillante Sammlung von Mini- und Brettspielen aus Mario Party, okay. Ja. Hat auf fünf klassischen Spielbrettern aus der... Oh. Also ich bin ja sowieso kein aktiver Metroid-Spieler. Also ich habe die Spiele noch nie so wirklich ge... Oh, okay. Ich kenne Metroid Prime damals, glaube ich, noch vom Nintendo GameCube. Und da war das Gameplay doch ein ganz anderes. Metroid... Straight. Am selben Tag veröffentlichten wir auch Amiibo-Figuren für Samus und Emmy, der Roboter aus dem Video. Die sind ja mal mega geil. Sehen richtig schön aus. Zu weiteren Themen. Los, mach jetzt. Bekannte Franchise kehren zurück auf Nintendo Switch. Get ready to get Just Dance. Down in the latest Just Dance game, Tech the Earth. Bis jetzt wirklich sehr ernüchternd. Bis jetzt sehr, sehr ernüchternd. Wirklich. Life is Strange, klar, aber es ist ja auch wieder nur, also bis jetzt auf den neuen Teil, wieder nur eine Portierung. Es ist ja bisher nichts Neues. Also bisher finde ich die Direct ebenfalls sehr, sehr schwach. Vielleicht aber auch mit Absicht. Ich glaube, wir kriegen Breath of the Wild, den Nachfolger, ganz am Ende. Glaube ich schon. Kleinen weiteren Teaser.
dass die Arbeiten sehr gut laufen und dass sie im Sommer nächstes Jahr, dass das Spiel rauskommt. Kostenlose Updates sind geplant. Oh Leute, Nintendo. Es sind ja schon 20 Minuten vorbei, ne? 20 Minuten? Oh! Und endlich ist es fertig. Ein brandneues Spiel meiner Firma, Wario. Seht's euch an. Ihr dürft mich sogar steuern. Das ist jetzt aber nicht, Nein. Nein. Use the spinny, whatchamacallit. Ha! Nailed it! Chicken Rampa S, Ultimate Summer Kids. Wo sind die ganzen Spieler, Leute? Wo sind sie? Breath of the Wild, Nachfolger, Donkey Kong, neuer Teil. Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, diese ganzen Spiele zu droppen. Normalerweise schon. Oh, Hyrule Warriors DLC. Erweiterungspass. Jetzt wird's doch mal interessant. Oh. Oh, können wir Wächter steuern? Oh, let's go! Spoilern die Waffen zum Nachfolger. Alter, krass. Wir kriegen hier... What? Welle 1, antike Lebenszeichen. Ab 18. Juni im Nintendo eShop. Welle 2, Wächter der Erinnerung. Verfügbar ab November. Okay, das sah doch schon mal gut aus. Konnichiwa. Hallo. Zelda の伝説シリーズプロデューサーのアヌマです。IG アヌマ。まずご覧いただいたのは、光栄テクモゲームスさんのゼルダ無双厄災の目視録エクスパンションパスに含まれる追加コンテンツ第1弾の映像でした。ブレスオブザワイルドの100年前を舞台にしたリンクや仲間たちのさらなる戦いにぜひご期待ください。さて。本日は他にもいくつかご紹介したいと思います。Oh my God. まずは改めてになりますが、来月に発売が決まった。Beginnen wir mit The Legend of Zelda Skyward Sword. Wie wir bereits bekannt gegeben haben, erscheint dieses Spiel nächsten Monat. Joy-Con 2本持ちでリンクと一体になって冒険できる体感操作と、携帯モードなどでスティックを弾いて剣を振る。Genau, die Steuerung war ja damals nicht so pralle.Aber jetzt gut überarbeitet. Die früheste Geschichte aus der Zelda-Reihe ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Habe ich damals nicht gespielt. Woher stammt das Master-Schwert? Warum wurde eine Frau namens Zelda zu einer Legende für die künftige Generation? All das werden wir erfahren in diesem Spiel. Sauber. 16. Juli. Komm. Drei Titel der Legend of Zelda-Reihe spielen. 35-jähriges Jubiläum. Obwohl keine Kampagne oder weitere Nintendo Switch-Spiele geplant sind, haben wir an diesem besonderen Game & Watch-System gearbeitet. An die Anfänge zu erinnern. Kein Wind Waker, kein Twilight Princess, keine Kollektion, gar nichts. Wir sollten 35 Jahre Jubiläum auf der Switch feiern. Was ist bloß los? Oh, das macht mich gerade übelst traurig, ne? Wirklich übelst. Der sagt doch jetzt gleich, es ist ein Spaß. Bestimmt. その名の通り、どちらもリンクを動かして遊ぶこともできます。手軽にいつでもゼルダが遊べるゲーム&ウォッチにぜひご期待ください。Freude überall und jederzeit, wie bei Nintendo Switch.
Eine Sache möchten wir Ihnen noch zum Schluss noch zeigen. Den Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Seit der Ankündigung des Spiels sind nun bereits zwei Jahre vergangen. Die etwas mehr vom Spiel zeigen. Bitte sehr. Woo. Skyward Sword so ein bisschen. Alter. Oh mein Gott. Was ist das denn für eine... Wie geil ist das denn? Wir gehen... Die Stimmen aus dem Teaser. Wir steigen in die Lüfte. Oh, das ganze Schloss schwebt. Alter. 2022, okay, war klar, dass es dieses Jahr nicht mehr kommt. Das war definitiv klar. Wie hat es Ihnen gefallen? Mega. In die Lüfte, hoch über Hyrule. Haben Sie bitte noch etwas Geduld. Oh Gott, krass. Das muss man sich gleich nochmal angucken. Oh mein Gott. Natürlich arbeiten wir auch unablässig an einer Reihe anderer Titel, die wir Ihnen heute nicht zeigen konnten. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's jetzt. Wirklich? Kommt gar nichts mehr? Nee, es kommt wirklich nichts mehr. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Okay, war eine sehr ernüchternde E3, ehrlich gesagt, beziehungsweise Nintendo Direct in dem Fall. Wir haben nichts gesehen von Pokémon, es gab keine weitere Präsentation. Wir haben zwar ziemlich, ziemlich geile Sequenzen gesehen von Breath of the Wild, dem Nachfolger, welcher eben 2022 erscheint. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, das Let's Play weiterzuführen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Mein Special zu Switch React, dem E3 Spezial. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen und wir werden dann eben nochmal den Trailer einen weiteren Trailer analysieren, was genau in dem zweiten Trailer von Breath of the Wild zu sehen ist. Es ist verdammt geil, dieser Trailer, und freue mich auf eine neue Ausgabe der Switch News, Switch React. Das werde ich natürlich jetzt in einem komplett schneiden. Viel zu schneiden gibt es da ja nicht. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video hier auf dem Kanal wieder. Es gibt bald auch wieder nochmal einen Livestream. Und es hat mich tierisch gefreut. Es ist super gut gelaufen. Und ja, bis zum nächsten Stream, beziehungsweise bis zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Danke fürs Zuschauen.